Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Visual Basic 2013 How-To. In diesem How-To möchte ich euch gerne erklären, wie ihr einem Tab-Control bzw. dessen Tab-Page-Header Bilder hinzufügen könnt. Das sieht unter Umständen geiler einfach aus als normaler Text. Dazu fügen wir der Form natürlich ein Tab-Control hinzu. In diesem Beispiel habe ich es auf Doc gestellt, damit es die ganze Form ausfüllt. Als zweites brauchen wir natürlich eine Image-List. Diese Image-List listet letztendlich die Bilder auf und macht sie verfügbar fürs Tab-Control. Bevor wir hier weitere Einstellungen treffen, weisen wir dem Tab-Control wichtig, das Tab-Control selber fokussieren und nicht die Tab-Page, die Image-List letztendlich zu. Das geht hier unter der Eigenschaft Image-List, da können wir das dann auswählen. Und anschließend stellen wir die ImageList noch ein bisschen ein. Und zwar hat die eine Eigenschaft, zum Beispiel Farbtiefe, also Color Depth. Die stellen wir auf 32 Bit, denn sonst würden unsere Bilder ungefähr so scheiße aussehen. Dann können wir natürlich noch die Größe der Bilder festlegen. In dem Fall sind meine Bilder so groß. Da kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt, über die Eigenschaft Images. Können wir einzelne Bilder hinzufügen. Natürlich sollten die alle gleich groß sein, damit das nachher keine Probleme gibt in der Auflösung etc. Und hier können wir dann auch gleichzeitig die Größe entnehmen. Die Bilder habe ich gerade eben dafür gemacht. Sind jetzt nicht designtechnisch der Ultra-Hype, aber ich denke, das reicht aus, um es zu demonstrieren. Nachdem wir dem Tab-Control die Image-List zugewiesen haben und die Image-List konfiguriert haben, können wir auf die einzelnen Tab-Pages gehen. Sprich, wir wechseln hier hin und her und gehen letztendlich auf die Page selber. Dann können wir der Page einen Image-Index vergeben, was dann der Index der Image-Auflistung wäre. Das würde dann so funktionieren. Dasselbe funktioniert auch durch Image-Key, das sähe dann ungefähr so aus. Das heißt, da können wir das gezielte Bild auswählen und hier wäre das der Index in der Auflistung. An sich sieht das Ganze gedebuggt so aus. Ist unter Umständen schicker als normaler Text. Den Text können wir natürlich auch wiederum dazu nehmen. Text. Dann steht das hier noch hinter. Zum Beispiel könnte man dann hingehen, einmal Text vergeben und die Bilder etwas kleiner stellen. Dafür gehen wir wieder in die Image List und stellen die Bilder beispielsweise auf so eine typische Icon-Größe 32 und 32. Natürlich sieht das jetzt in dem Fall kacke aus, aber wenn man die vernünftige Größe hat, dann passt das schon. Ja, ich hoffe, das hat euch soweit geholfen und bis zum nächsten Mal. Hey ho, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst oder einen Kommentar hinterlässt und schalte auch im nächsten Video wieder ein. Klicke dafür hier.